Hallo Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung, willkommen auf Smarty Let's Play. Ich bin der Smarty und melde mich wie immer aus meiner kleinen Gaming-Ecke hier am Niederrhein bei euch. Und es ist soweit. Eins der meist erwarteten Games 2023 liegt in meinen Händen. Ich habe es getestet. Hogwarts Legacy. Dies ist nur ein erster Eindruck. Kein Test, kein Review. Ich sage euch, wie die ersten Stunden waren, wie mein persönliches Fazit nach einigen Stunden ist. Zeige euch ein bisschen Gameplay. Ohne Spoiler, ohne zu weit in die Details der Story zu gehen. Versprochen. Fangen wir direkt an. Erstmal die offiziellen Sachen. Das Spiel erscheint am 7.2. im Pre-Release, in der Vorbestellerphase, am 10.2. dann für PC, Xbox, Series X, Series S und PS5. Und leider erst am 28. April, da gab es eine Verspätung für die Old-Gen-Konsolen, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Frage, die oft gestellt wird, ja, das Spiel ist komplett in Deutsch. Es gibt benutzerfreundliche Zugänge, selbst die Menüs können vorgelesen werden. Die komplette Vertonung und Synchronisation ist in Deutsch und das auch in einer wirklich guten Qualität. Interessant. Auf der Disk hatte ich knapp 12 GB und ich musste über 70 GB noch im, ich hoffe es war Day One Patch, runterladen. Dabei spiele ich selbst auf einer Xbox Series X. Allgemein bekannt war ja schon, dass die Story etwa 100 Jahre vor den Handlungen der Filmserie, also Harry Potter Teilen, stattfindet. Dementsprechend gibt es keine bekannten Gesichter aus der Filmreihe. Und wie war jetzt mein erster Eindruck? Wie waren denn die ersten 10, 12, 15 Stunden, die ich im Spiel verbracht habe? Grandios. Für mich als Harry Potter Fan, ich oute mich da ganz eindeutig, es war grandios. Ich zeige euch gerade schon Gameplay, aber auch viele Details im Schloss, überall. Einfach der Hammer. Die Atmosphäre, auch ein bisschen gruselig, wie es so in den späteren Harry Potter Teilen wurde. Es wird sehr viel rübergetragen und es sieht einfach bombastisch aus. Kommen wir auf die grundsätzlichen Gameplay-Mechaniken und To-Dos zu sprechen. Insgesamt über 150 Story-Quests und Nebenquests soll es im Spiel geben. Also mehr als genug zu tun. Aber da hört es nicht auf. Ich zeige euch mal mit einigen Ausschnitten auch im Gameplay die Map und die ist verdammt groß. Ich zeige euch meinen ersten Besuch in der ersten Stadt. Hogwarts Legacy definiert sich als Action-Rollenspiel. Aber neben den typischen Aufgaben wie Kampf oder Rätsel lösen, kommt noch eine ganze Menge mehr dazu. Ihr habt ein eigenes Crafting, aber ihr habt auch Kleidung und Klamotten. Das heißt, ihr könnt euren Charakter nicht nur äußerlich individualisieren, es gibt sogar ein Transmorph-System. Das bedeutet, verschiedene Kleidungen steigen mit euch, mit eurem Level an, bieten euch zusätzliche Fähigkeiten. Aber wenn euch die Optik nicht gefällt, aber die Optik eines anderen Kleidungsstücks euch gefällt, dann bietet euch die Transmorph-Fähigkeit, die Transmorph-Eigenschaft, die Möglichkeit, euren Charakter wirklich komplett individuell zu gestalten, anzupassen oder sogar darauf zu verzichten, also Kleidungen zu tragen, die man aber nicht sieht. Aber die Effekte funktionieren trotzdem. Wie ihr also merkt, ist Crafting und Grind ein wesentlicher Teil des Spiels. Überall, sowohl im Schloss als auch außen, in den Außenbereichen dieser wirklich großen Map, könnt ihr neue Dinge entdecken und auch nutzen. Ich kann jetzt schon garantieren, dass gerade die Sammler und die Trophy Hunter unter euch mehr als genug zu tun bekommen. Denn neben den Quests, Sidequests, Crafting oder Klamotten finden und einfach auf der Suche sein, gibt es auch noch mehr zu tun. Es gibt endlose Rezepte, endlose Zaubersprüche, Bücher, die um euch herumfliegen, kleine Rätselaufgaben, die euch erwarten, kleine Games zwischendurch, die das einfach das Gameplay etwas auflockern. Also rein contenttechnisch nach meinem ersten Eindruck zu urteilen, ja, das passt. Während ich euch das alles aber jetzt gerade erzählt habe, lief ja auch die ganze Zeit verschiedenes Gameplay im Hintergrund. Jetzt möchte ich mal auf die technische Umsetzung zu sprechen kommen. Auf der Xbox Series X gibt es drei Grafikmodis. Es wird einmal von Fidelity gesprochen, Fidelity mit Raytracing und einem Performance-Modus. Ich bevorzuge inzwischen den Performance-Modus, wobei am Anfang auch der Fidelity-Modus absolut spielbar war. Ja, es gibt kurze Unterbrechungen. Generell lädt die Welt überall relativ schnell.
Hier und da sind mir aber auch kleine Grafikfehler aufgefallen. Ab und zu, wenn man aus einem Haus rauskommt, setzen sich noch nicht sofort die Wetterszenarien im Außenbereich direkt um. Man sieht es kurz hell, dann wird es dunkel oder es regnerisch. Da vergeht es manchmal eine Sekunde. Auch hier und da kurze Pop-ups bzw. grafische Fehler, aber keine relevanten Bugs jetzt in den ersten 15 Stunden. Kommen wir aber nochmal auf die Technik zu sprechen. Denn da haben wir ein Problem. Sowohl der Fidelity-Modus hat noch mehrere Einstellungen als auch der Performance-Modus. Das gilt aber auch für den Fidelity-Modus mit Raytracing. Und bei dem hakt es. Und ich meine es im wahrsten Sinne des Wortes. Auf meiner Xbox Series X, es hakt, es ruckelt. Merkliche Frame-Drops, deutlich verzögertes Verhalten. Ganz ehrlich, absolut derzeit für mich nicht spielbar. Hier muss auf jeden Fall noch ein Update kommen. Jetzt ist es 3 Tage vor offiziellen Release. Ich kann noch nicht beurteilen, ob in den nächsten Stunden oder Tagen hier noch ein Patch kommt. Aber aktuell 4K Raytracing-Modus auf der Xbox Series X. No-Go. Geht nicht. Ich zeige es aber auch hier die ganze Zeit mit einigen Unterschieden im Gameplay euch. Wenn wir aber von diesem Problem mal absehen, muss ich nochmals betonen, mir sind keine wesentlichen Bugs aufgefallen. Die deutsche Synchro lief super. Hier und da sah ich mal einen NPC, der kurz hängen blieb, aber sich auch meistens selbst befreien konnte. Also Wiederholung, keine Bugs gemerkt. Im Gegenteil, es gibt viele kleine Quality-of-Life-Verbesserungen, beziehungsweise besser gesagt Quality-of-Life-Gameplay-Elemente, die mir sehr gut gefallen haben. Wir haben, es ist eine große Map, es gibt eine Schnellreisefunktion. Es gibt einen Autokompass, ihr könnt eure Einstellungen komplett anpassen. Also wenn ihr sehr immersiv, also im Spiel drin sein wollt, könnt ihr fast alle Anzeigen ausschalten. Im Gegenzug gibt es aber genügend kleine Helfer, die euch immer wieder auf den richtigen Weg führen. Einer der Hauptbestandteile des Gameplays und auch für mich jetzt zum Schluss der eigentlich wichtigste Bestandteil sind natürlich die Kämpfe. Und die waren überraschend fordernd. Die Rätsel waren nice, aber lösbar. Der Rätselfachmann wird vielleicht sagen, ein bisschen zu easy. Mir hat es genauso gefallen, aber die Kämpfe haben eine Tiefe entwickelt, mit der ich teilweise nicht gerechnet habe. Ihr müsst auf die Farben achten, die Zauber eurer Gegner haben. Es gibt verschiedene Kombinationen, insgesamt 26 Zaubersprüche, auch die verbotenen. All das ist möglich und könnt ihr gleichzeitig bis zu 8 Angriffe auf euren Controller legen. Bedeutet, ihr habt eine sehr große Variabilität und ihr müsst die Gegner tatsächlich ein bisschen lesen. Ich will jetzt nicht sagen Souls-like, aber durchaus ein Anspruch und auch ein vorsichtiges Vorgehen wird nicht unbedingt bestraft, also nicht zu schnell nach vorne pushen. Dazu sorgen aber auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Hier in meinem Gameplay spiele ich jetzt einfach auf normal, aber für die Leute, die einfach die Story genießen wollen, gibt es einen Story-Modus, genau wie für die Hardcore-Fraktion. Die Unterschiede schauen wir uns in den Livestreams an. Und kommen wir auch schon mal zu einer ersten kurzen Zusammenfassung zum Abschluss meines ersten Eindrucks. Ich als Harry Potter Fan, ich bin mega geflasht. Ich hatte die Sorge, dass sich hier Warner Bros. Mit dem Spiel ein bisschen übernimmt, zu viel reinpackt, was zum Schluss gar nicht funktioniert. Aber nein, es läuft super. Ich bin begeistert von der Welt, von der Umgebung. Das Harry Potter Feeling hat mich überall immer wieder getroffen. Viele Kleinigkeiten, viele Möglichkeiten mit der ganzen Umgebung zu interagieren. Ja, Quidditch fehlt, aber vielleicht kommt es doch als DLC. Verpasst finde ich hier vielleicht die Möglichkeit eines Koop-Modus, weil hier gemeinsam Dinge in Hogwarts zu entdecken, hätte bestimmt riesen Spaß gemacht. Insbesondere, weil man die Charaktere ja auch so unheimlich individualisieren kann. Da finde ich es ein bisschen schade. Ich glaube, da hätte man noch was mitnehmen können. Aber wir müssen noch mal gucken, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Aber alleine vom Reiz, den Charakter weiterzuentwickeln, neue Teile zu finden, einfach einen neuen Griff für meinen Zauberstab zu finden. Ja, mich hat's erwischt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Livestreams. Technisch, ja, Raytracing ist noch nicht so einwandfrei. Hier und da ein paar kleine Grafikfehler, auch gerade am Anfang. Aber das haben wir oft in Action-Rollenspielen. Man muss sehr oft wieder in die Charakter, man hat wieder neue Kleidung gefunden, man vergleicht wieder die Werte, oft hin und her springen. Da könnten bestimmt die ein oder anderen Menüs noch etwas optimierter angeordnet sein. Ich empfehle auch immer aufs Buch zu klicken und nicht direkt auf das Menü. Wenn ihr spielt, werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Ich werde es in den Livestreams spielen, ich will es durchspielen, mir macht es riesen Spaß. Von mir aus 5 Smarties, Smileys, 2 Daumen hoch. Ich denke, ich habe alles Wichtige zusammengefasst.
Alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für ein Like oder Abo wäre ich wie immer sehr dankbar. Euer Smarty. Man hört und sieht sich. Bis bald. Tschö, tschö.